AV-Angriff. Autohaus Kunzmann und die neue A-Klasse präsentieren den TVG-Talk. Immer dienstags um 19.30 Uhr und 21.30 Uhr auf MeinTV. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum TVG-Talk AV Angriff. Heute mit dem 1,95 Meter großen Kreisläufer Steffen Bühler und Fan Christiana Meyer aus Kleinwallstadt. Herzlich willkommen. Steffen, das letzte Heimspiel gegen den SC Magdeburg hätte nicht spannender sein können. Zum Schlusspfiff habt ihr dann noch den Ausgleich geschafft. Das Spiel war eigentlich schon verloren. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Die Stimmung war wirklich super in der Halle. Du hattest ja an dem Tag Geburtstag. Konntest du dann letztendlich den einen Punkt feiern oder war die Enttäuschung zu groß, dass ihr doch keinen Sieg geschafft habt? Also hallo erstmal. Es war vom Spielverlauf her gesehen, wir waren 6 Minuten vor Schluss noch mit 5 Toren hinten oder 8 Minuten vor Schluss mit 5 Toren. Und von daher haben wir es dieses Mal das erste Mal geschafft, dann auch einen Punkt noch zu holen mit dem Schlusspfiff praktisch. Von daher war es schon in der Situation ein gewonnener Punkt. Allerdings wäre in unserer jetzigen Tabellensituation halt ein gewonnenes Spiel mit 2 Punkten doch nochmal besser geworden oder nochmal besser gewesen. Aber alles in allem, vom Spielverlauf her gesehen, denke ich, war das mit dem einen Punkt dann im Endeffekt schon okay. Ja, immerhin. Ihr habt ja noch alles rausgeholt. Frau Meyer, Sie waren selbst beim Spiel vor Ort. Wie war denn die Stimmung in der Halle? Ja, zu Beginn des Spieles war die Stimmung eigentlich recht verhalten und nachdem der TVG ziemlich schnell auch zurücklag, war die Stimmung eher gedrückt. Ne? Und das zog sich eigentlich über das gesamte Spiel hinweg, bis dann zum Schluss nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft ging und dann war das Publikum auch voll da. Dann haben wir voll mitgefeitet, um idealerweise eben noch zum Sieg irgendwie zu kommen. Und mit dem Unentschieden sind wir ja relativ zufrieden. Ja, es hat ja letztendlich geholfen. Ich glaube, 5 Minuten vor Schluss hat die Halle schon gestanden und es gibt einem Spieler ja auch nochmal einen ganz schönen Push, kann ich mir vorstellen. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn die Zuschauer so mitgehen wie bei dem Spiel, also ich muss sagen, wir haben eh generell bei den Heimspielen eine super Stimmung und eine super Atmosphäre und gerade wenn die Zuschauer dann so mitgehen, das pusht einen nochmal richtig und dann kann man nochmal ein paar Prozent mehr rausholen und ich denke gerade, was die jungen Spieler dann geleistet haben, die dann zum Schluss auch größtenteils auf der Platte stehen, also das war schon aller Ehren wert, also es war schon richtig gut. Das stimmt. Nochmal großes Lob an die jungen Spieler. Aus eigener Kraft könnt ihr den Klassenerhalt leider nicht mehr schaffen. Und zu eurer Schande hat am Samstag Minden gegen Melsungen gewonnen. Die haben jetzt 7 Punkte Vorsprung und Gummersbach hat 6 Punkte Vorsprung. Ist im Prinzip nicht mehr möglich und wir müssen uns so langsam auf die zweite Liga einstellen. Sind denn schon Gespräche gelaufen, wie es weitergeht mit vertraglichen Verhandlungen? Also prinzipiell ist es so, wir haben immer noch eine theoretische Chance drin zu bleiben und so lange glaube ich auch daran, dass wir es schaffen. Und wir haben jetzt auch noch vom Restprogramm her durchaus machbare Spiele. Da müssen wir natürlich ordentlich Gas geben und wirklich viele Punkte noch holen. Und natürlich müssen wir auch hoffen, dass die Konkurrenz dann Punkte lässt. Aber solange die Saison noch nicht vorbei ist und wir nur noch ein Fünkchen Hoffnung haben, werde ich auch dran glauben und wir werden auch alles dafür geben, dass wir das noch schaffen. Wie es denn im Falle eines Abstiegs weitergehen würde, weiß ich momentan ehrlich gesagt noch nicht. Also da müssen noch Gespräche geführt werden und ja, bin ich mal gespannt, wie es dann noch so weitergeht. Frau Meyer, Sie dürfen direkt mit Ihren Fragen anknüpfen. Gerne. Steffen, du bist vor der Saison von der TSG Friesenheim aus der zweiten Liga zum TVG in die erste Liga gewechselt. Hast du damals damit gerechnet, dass du jetzt eventuell gegen den Abstieg spielst? Also ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass wir möglichst schnell da unten rauskommen und eigentlich einen Platz im unteren Mittelfeld oder im Mittelfeld irgendwo einnehmen werden. Also da es jetzt so eng wird und auch wirklich so brenzlig zum Schluss, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich meine, jetzt ist es so und ich denke immer noch, dass wir es schaffen können, da unten rauszukommen. Mhm. Du hast, wie ich gelesen habe, einen Vertrag beim TVG unterschrieben bis 2014. Gilt dieser Vertrag auch für die zweite Liga? Also aktuell ist es so, dass mein Vertrag für die erste Liga ausgelegt war, weil wie gesagt, ich nicht damit gerechnet habe, auch dass wir absteigen werden. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, also ich weiß, falls wir absteigen sollten, was ich natürlich nicht hoffe, noch nicht genau, wie es bei mir nächstes Jahr weitergehen wird. Könntest du dir aber vorstellen, in der zweiten Liga weiterhin zu spielen oder sagst du, es muss unbedingt erste Liga sein?
Also ich habe ja schon viele Jahre in der zweiten Liga gespielt, von daher wäre es für mich persönlich jetzt nichts Neues. Wie gesagt, ich lasse das mal auf mich zukommen und kann jetzt auch so jetzt gar nicht sagen, es muss unbedingt die erste Liga sein oder ja, also ich bin da schon gesprächsbereit und für alles offen, aber ja, wie gesagt, man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht und dann auch mal ein paar Gespräche führen und dann werden wir es schon sehen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, falls es die zweite Liga sein sollte, dass eine Mannschaft zusammengestellt wird, die so schnell wie möglich auch wieder aufsteigen kann. Ja, das denke ich, ist auch das Ziel des Vereins. Wobei man natürlich auch die zweite Liga nicht unterschätzen darf. Also ich habe jetzt wirklich lange in der zweiten Liga gespielt und gerade seit der eingleisigen zweiten Liga ist die Liga sehr ausgeglichen. Man sieht es auch immer an den Ergebnissen und es ist schon eine starke Liga. Also die darf man nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, noch sind wir nicht unten und ich werde alles geben, dass wir wirklich auch oben in der ersten Liga bleiben. Ja, und dass wir die nicht unterschätzen dürfen, haben wir ja beim Spiel gegen Eisenach gesehen. Ja. Zum Beispiel, ja. Wobei in Eisenach, gerade Eisenach zu Hause, ist sehr stark. Also da sind schon einige Mannschaften ins Straucheln gekommen. Noch eine Frage vor der Werbung, Frau Meier. Ich muss doch noch mal kurz fragen, gesetzt den Fall, der TVG kommt wirklich in die zweite Liga. Mit begrenzten finanziellen Mitteln, glaubst du, dass es möglich ist, wieder aufzusteigen? Weil finanzielle Mittel sind ja auch immer ein Thema im Handball. Okay, bei den finanziellen Mitteln bin ich ehrlich gesagt jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich denke, da müssen sich andere drüber Gedanken machen. Ich bin fürs Handballspielen zuständig. Aber ich denke, das kann natürlich schon möglich sein, dass der TVG dann direkt wieder aufsteigt. Aber ja, wie gesagt, das müssen wir erstmal abwarten, bis die Saison rum ist. Und dann, denke ich, werden wir weitersehen, wie es weitergeht. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Und nach nur wenigen Minuten sind wir wieder für Sie da und sprechen dann unter anderem über das kommende Spiel gegen TuS Essen. Also bis gleich. Adam und Eva seit 25 Jahren in Aschaffenburg. Eines der schönsten klassizistischen Theater Deutschlands mit 200-jähriger Tradition. Das Stadttheater Aschaffenburg. Herausragende Künstler. Anspruchsvoll und kurzweilig. Für Jung und Alt. Entdecken Sie das vielfältige Programm Ihres Stadttheaters. Sehen Sie demnächst Der nackte Wahnsinn von Michael Frein. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Erleben Sie das Dorf am See. Mitten in der Natur, zu Hause und doch im Urlaub. Spaß haben. Genieß den Tag am See. Entspannung. Badespaß. Wellness. Poolkonzept. Pool und Wellness in Perfektion. Zum Stadion 1 in Haibach. Schon lange keinen Besuch mehr gehabt, weil Sie das Läuten nicht gehört haben? Der letzte Anruf liegt schon Wochen zurück, weil Sie das Klingeln nicht gehört haben? Sie haben die falsche Antwort auf die alles entscheidende Frage gegeben, weil Sie sie falsch verstanden haben? Mit uns können Sie wieder Flüsterpost spielen. Besser hören mit Kreins Hörgeräte. Hörgeräte Kreins in Aschaffenburg und Erlenbach.
diesen Sonntag verkaufsoffener Sonntag in Aschaffenburg und in der City-Galerie, Nordbayerns größtem Einkaufszentrum. Besuchen Sie von 13 bis 18 Uhr die City-Galerie mit einer großen Auswahl an Restaurants und erleben Sie die Vielfalt an Geschäften und Boutiquen ohne Alltagsstress. Der verkaufsoffene Sonntag in Aschaffenburg und in der City-Galerie, weil Einkaufen und Bummeln so viel Spaß machen. City-Galerie Aschaffenburg. Ihr Einkaufszentrum mit Herz. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei AW Angriff, heute mit der Nummer 5 Steffen Bühler und Fan Christiana Meyer aus Kleinwaldstadt. Bevor wir auf das wichtige Spiel gegen Tusem Essen zurückkommen, dürfen Sie gerne noch die restlichen Fragen an den Steffen stellen, Frau Meyer. Dankeschön. Ja, Steffen, Stichwort körperliche Fitness. Eins ist mir aufgefallen, ich habe jetzt viele Heimspiele von euch gesehen und irgendwie schafft es die Mannschaft immer nicht ganz 60 Minuten körperlich mitzuhalten. Also ich habe den Eindruck, so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten ist der Gegner oft körperlich fitter als ihr. Muss man nicht in der ersten Liga wirklich 60 Minuten lang volle Pulle spielen können? Ja, also jedes Spiel muss wirklich über 60 Minuten Vollgas gegeben werden, sonst wird es richtig schwer. Es ist auch teilweise nicht ganz erklärlich, warum wir also so einen Einbruch haben, weil der teilweise auch nach der Halbzeitpause mal für 10 Minuten ist und dann läuft es wieder die letzten 20 Minuten richtig gut. Also es sind nicht immer die letzten 10 Minuten, wo wir so einen Durchhänger haben. Also wirklich erklären können wir es uns auch nicht so genau, sonst hätten wir es schon abgestellt. Wir arbeiten daran. Aber ja, es ist wirklich schwer zu sagen, woran das genau jetzt liegt. Weil es da wirklich auch mal wirklich Mitte zweiter Halbzeit, als man ein Durchhänger ist und hinten raus läuft es dann wieder. Und ja, das ist so ein bisschen schwer zu erklären, auch für uns. Ja, dann ist mir noch was aufgefallen und zwar im Angriff, im Positionsangriff. Da werft ihr eigentlich nie mehr als 3, 24 Tore. So über die 30, die 30er-Marke habt ihr noch nie geknackt. Muss man nicht im Angriff mehr Tore insgesamt werfen, um den Gegner auch wirklich zu besiegen? Ja, also es wäre schon besser, wenn wir es wirklich hinkriegen würden, auch mal ein paar Tore mehr zu machen. Auch gerade ein paar einfache Tore aus dem Gegenstoß raus. Wir haben jetzt die letzten Spiele das Tempospiel nach vorne nicht ganz so konsequent durchgezogen, wie wir es uns vorgenommen haben. Und dadurch sind wir wirklich auch immer gegen den stehenden Abwehrverbund vom Gegner gekommen. Und dann wird es halt auch wirklich schwieriger, dann die Tore zu machen. Wir hätten auch versuchen müssen, und das müssen wir jetzt auch die nächsten Spiele, wieder mehr die einfachen Tore aus der ersten und zweiten Welle rauszumachen. Und dann, denke ich, werden wir es auch hinbekommen, wieder mehr Tore zu machen. Vielen Dank, Frau Meyer, für Ihre Fragen an den Steffen. Steffen, du machst ja aktuell Praktikum im Autohaus Kunzmann, neben deinem Handballtraining noch. Und hier kommt noch eine Frage von deinem Kollegen. Hi Steffen, willst du nicht einfach deine Handballkarriere sausen lassen und nach deinem Praktikum bei uns anfangen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, komplett ohne Handball, das könnte ich mir momentan noch nicht vorstellen. Mir macht es hier sehr viel Spaß, das Praktikum. Also ich könnte es mir auch vorstellen, hier längerfristig zu arbeiten, wenn man das denn möchte. Seiten des Autohaus Kunzmann, aber ganz auf die Handballkarriere verzichten, das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Steffen, am Freitag müsst ihr auswärts gegen Tusem Essen ran. Ihr habt bisher noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Es wäre aber möglich, weil die hinter euch sind mit einem Punkt. Wie geht ihr denn da ins Spiel? Ja, jetzt am Freitag ist auf jeden Fall so ein Spiel für uns, dass wir gewinnen müssen. Also wenn wir das verlieren, denke ich, ist der Zug erste Liga schon abgefahren. Auch wenn Essen hinter uns steht, sind schon eine Mannschaft, die gut zu Hause spielen, die auch schon das eine oder andere gute Ergebnis abgeliefert haben, gerade in eigener Halle. Aber wir werden natürlich uns wieder richtig gut vorbereiten auf das Spiel. Wir werden top motiviert auch daran gehen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir da 2 Punkte mitbringen werden aus Essen. Frau Meyer, was geben Sie denn dem Steffen mit auf dem Weg nach Essen? Ja, einfach, dass wir Fans voll hinter der Mannschaft stehen. Ja, dass wir euch ganz dick die Daumen drücken und wir hoffen, dass ihr den Klassenerhalt in der ersten Liga schafft. Denn wir wollen ja auch nächstes Jahr wieder Erstliga-Handball in Aschaffenburg sehen. Also toi toi toi, Steffen. Dankeschön. Nette Worte zum Abschluss der Sendung. Danke an Sie beide, dass Sie bei mir waren. Und Steffen, wir wollen natürlich auch, dass du nächstes Jahr dem TVG erhalten bleibst. Also bitte überleg dir das nochmal ganz gut. Sie, liebe Zuschauer, können sich natürlich wieder bewerben unter Frau Meyer. www.awangriff.de. Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie am Ball.
wie Angriff wurde Ihnen präsentiert von der neuen A-Klasse.